Hallo, liebe Deutschlernende. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, trotz der Musik. Denn hier wird Musik gespielt. Ich bin gerade auf dem Tempelhofer Feld, wie in manch anderen Videos. Und es ist heute wieder ein sehr herrlicher Tag und ich möchte heute vor der Kamera etwas sehr Außergewöhnliches machen. Ich habe nur einen Versuch. Insofern hoffe ich, dass mir das gut gelingen wird, dass ich euch das auch gut zeigen kann. Und zwar, ich denke, es ist wichtig im Leben auch außergewöhnliche Dinge auszuprobieren und auch sich auch offen zu sein für neue Erfahrungen. Insofern möchte ich diese Offenheit für neue Erfahrungen zeigen. Und zwar wisst ihr, dass es in manchen Kulturen üblich ist, auch Insekten zu essen. Ja, wir essen Pflanzen, wir essen Fleisch als Menschen und es gibt auch Leute, die essen Insekten. Und ich habe hier in diesem Behälter, in dieser Fiole, in diesem Behälter habe ich eine getrocknete Grille. Das ist eine getrocknete Grille. African Rub nennt sich das. Und zwar ist das ein Behälter mit Grillen. Also jetzt ist nur noch eine da. Und Gewürzen. Ja? Koriander, Kreuzkümmel, Chili, Pfeffer, Thymian, Petersilie, Muskatnuss, Kümmel, Kurkuma, Cassia, Zimt, Ingwer, Pimentkörner, Zwiebel, Senfkörner, Knoblauch, Kardamom, Lorbeerblätter, Steinsalz, Rohrzucker und eben einer Grille. Und ist auch ganz interessant, die Nährwertangaben. 0% Fett, 100% Protein, 180 Kalorien pro 100 Gramm und 0% Zucker. Also ein sehr, sehr gesundes Lebensmittel. Ein sehr gesundes Lebensmittel. Und diese Grille, meine Damen und Herren, diese Grille werde ich jetzt verspeisen. Ich habe schon eine gegessen. Das ist jetzt meine zweite Grille, die ich in meinem Leben esse. Und es ist gar nicht so schlimm. Es ist gar nicht so schlimm. Jetzt habe ich hier diese Grille. Seht ihr sie? Eine Grille. Die werde ich jetzt essen. Eine der vielen Dinger, die ich für euch mache, um euch zu unterhalten, ist anscheinend eine Grille zu essen. Lecker. Und es schmeckt. Jetzt, dass ich darauf vorbereitet war, auf den Geschmack, kann ich die Grille viel mehr schätzen. Ja? Also es ist gar nicht so schlecht. Ich hatte, also als ich die erste Grille gegessen habe, dachte ich, oh, das wird bestimmt ganz eklig, aber es ist eigentlich ganz lecker. Es ist ganz lecker. Es ist so wie, als würde man Chips essen. Ja? So, als würde man einen Chip essen, ja, oder ein anderes Knabberzeug, ja. Es ist praktisch ein Snack, ja, und für viele Menschen auf dieser Erde sind Insekten ein leckerer Snack. Und
Ja, es hatte mich ein bisschen Überwindung gekostet, aber ich habe es trotzdem gemacht und dadurch habe ich eine neue Erfahrung gewonnen. Und wenn ihr mit einer potenziell neuen Erfahrung konfrontiert seid, dann ist mein Rat, macht es doch einfach, ja? Probiert euch aus, probiert neue Dinge im Leben, überwindet eure Scheu probiert Neues. Ich hoffe, dieses Video war unterhaltsam für euch. Ich hoffe, es war nicht zu eklig, einem Menschen dabei zuzusehen, wie er eine Grille verspeist. Aber mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und schreibt mir doch in den Kommentaren, was das Seltsamste ist, was du jemals gegessen hast. Ja? Was ist das Seltsamste, was du jemals gegessen hast? Bei welchem Essen brauchtest du die meiste Überwindung, um es zu probieren? Okay? Ich bin gespannt auf deine Antwort und bis morgen. Tschüss!